und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Interviewformats Lass mal reden, heute auf der DKM in Dortmund. Und ich habe bei mir Dr. Marika Tirsch, Generalbevollmächtigte Vertrieb Ausschließlichkeit der Provinzial. Ja, und wir wollen uns heute mal ein bisschen unterhalten über das Thema Frauen im Vertrieb. Ja. Das ist ja eher selten, dass viele Frauen im Vertrieb arbeiten. Was glaubst du, woran liegt das? Ich glaube, es hat viel mit Vorurteilen zu tun, mit Glaubenssätzen. Frauen gehören nicht in die beratende Branche, sondern eher irgendwo in Verkauf von Produkten. Wobei, das machen wir auch, aber wir haben eben intangible Produkte. Mhm. Und dieses, wie früher, dieses hart verkaufen, durchklingeln, ja, von Türen, das ist halt nicht das, was Frauen eigentlich wollen. Mhm. Gott sei Dank haben wir das ja auch nicht mehr. Ja. Deswegen kann ich eigentlich nur Frauen raten, in die Finanzbranche zu gehen, mhm, weil wir haben flexible Arbeitszeiten. Die Männer, die in der Branche sind, sind eigentlich auch ganz nett. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Und auch wenn man nichts in der Hand hat, was man verkaufen kann, so verkaufen wir doch eine Dienstleistung. Mhm. Und da, glaube ich auch, sind wir den Männern einen Schritt voraus, weil es gibt ja auch verschiedene Studien, die besagen, dass Frauen einfach vertrauenswürdiger sind, mhm, glaubhafter sind. Und die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sind Frauen. Eben, ja. Frauen wollen noch lieber von Frauen beraten werden. Und deswegen ist mein Appell einfach, mehr Frauen in unsere Branche zu bekommen, ja, weil der Job ist toll. Und da glaube ich schon, dass wir da noch einiges machen können. Ja, ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob das so ein Ding ist, dass vielleicht mehr Frauen auch vorsorgen würden, wenn sie denn auch eher von Frauen beraten wollen würden. Ob das nicht manchmal, ja, vielleicht noch eine Hemmschwelle ist, dass sie eben einem Mann gegenübersetzen und vielleicht dann eben nicht trauen, sich irgendwie noch die drei Fragen zu stellen, weil sie denken, okay, dann komme ich irgendwie blöd rüber und das will ich nicht mehr. Ist das so ein Faktor? Das kann durchaus sein. Sie wollen nicht als das kleine Dummchen dastehen. Mhm. Und wenn eine Frau da ist, dann unterhält man sich ganz anders, auch auf Augenhöhe. Ja. Man hat weniger Hemmungen, Fragen zu stellen. Und ich glaube schon, dass da einige mehr abschließen würden. Mhm. Gerade vielleicht auch in den jungen Altersklassen, mhm, also so zwischen 18 und 30, die vielleicht noch nicht ganz so gefestigt sind und sich trauen, so einen alteingesessenen weißen Herrn, wie wir immer so betitelt werden, denen dann nochmal eine Frage zu stellen, eine Verständnisfrage. Mhm. Und da glaube ich schon, dass es zu einer Frau ein besseres Verhältnis bestehen könnte. Mhm. Mhm. Und was kann man als Versicherer so ein bisschen machen, um die Frauen das Thema schmackhafter zu machen, dass sie eben vielleicht zu einem kommen oder zumindest berücksichtigen vielleicht bei ihrer möglichen Berufsauswahl, dass man da den Nachwuchs kriegt? Also zum einen natürlich Frauen mal nach vorne stellen. Mhm. Ne? Das, also mutig sein und auch mal junge Frauen auf die Bühne stellen und sagen, guck mal, das ist doch ein tolles Beispiel. Ja. Dann natürlich auch Konzepte anbieten. Mhm. Frauen sind meist ja auch in Teilzeit tätig. Ja, ja. Also Teilzeitkonzepte anbieten. Mhm. Was können wir noch machen? Wir können Produkte auch für Frauen, mhm, speziell für Frauen machen. Ja. Ne? Sei es irgendwie mit Krebsvorsorge oder. Also was Frauen wirklich auch betrifft natürlich auch Männer, aber mhm, es wird halt bei Frauen viel weniger auch gespielt. Also vielleicht auch im Marketing mehr mit aufnehmen, mhm, dann glaube ich, wären wir schon mal wieder einen Schritt weiter vorne. Und das wäre auf jeden Fall eine gute Sache, ja. Vielen Dank für diesen kurzen Austausch. Sehr gerne. Gemacht. Ich bedanke mich. Und bis zur nächsten Folge dann.